Die alte Festung von Sternatia von der Familie Orsini del Balzo gewünscht, wurde im 18. Jahrhundert eine der schönsten Adelshäuser der Terra d'Otranto. Die Familie Granafei, Lehnsherren von Sternatia ab 1734, befallen die Rekonstruktion des Palazzos. Die Kunsthistoriker erkennen die Planung des Palazzos der Geschicklichkeit des Lecceren Architekt Mauro Manieri zu. Das große Portal belebt die linearen Gestalten des Gebäudes. Es ist ein echtes Denkmal und man sieht oben das Adelswappen der Granafei. Der obere Teil des Palazzos ist von einer eleganten Brüstung auf der gesamten Begrenzungslinie der Fassade umschlossen. Das Gebäude hat zwei Gärten, die mit prächtigen Skulpturen, Bänken und Zisternen verziert sind. Die Grünflächen sind auf verschiedenen Ebenen organisiert und stellen echte Juwelen der Architektur der Gärten des Endes des 18. Jahrhunderts dar. Den Granafei gehörte die unterirdische Ölmühle, vollständig in den Felsen gehauen. Sie liegt in der Nähe vom alten Tor Filia, in dem Gebiet, wo einst der Garten des Palazzo sich erstreckte. In der Vergangenheit gab es zwei Räume, die danach verbunden wurden, um eine andere Mühle zu bauen, die vermutlich funktioneller für die Ölproduktion war. Sie wurde in den 80er Jahren restauriert und wurde bis zum 19. Jahrhundert genutzt. Noch heute kann man im Inneren die ursprüngliche Wanne für die Olivenpresse und die Reste der Kelter für die Behandlung der Oliven bewundern. Jahrhundertelang haben die Ölmühlen den Reichtum der Salentinischen Halbinsel dargestellt und noch heute kann man das Vermögen der Ölgeschichte von Terra d'Otranto dank der Fortbildung der Ölmühle Granafei wieder aufleben.